Heute mal meine Top 5 Altcoins für den nächsten Bullrun oder auch für 2023. Starten wir direkt ins Video. Als erstes haben wir hier Ethereum. Ethereum, denke ich, kennen alle, die in der Krypto-Szene sind. Und Ethereum ist wirklich die zweitgrößte Kryptowährung. Gegründet von Vitalik und ist hier mit derzeit 1400 Euro die Nummer 2, was den Preis anbetrifft. Anbeträgt und auch die Market Cap auch Nummer 2, hier auf jeden Fall die Marktkapitalisierung und genau, das ist soweit das und Ethereum ist einfach, warum ich das in meine Liste genommen habe, in der Zukunft mega, mega spannend für mich, wegen halt auch unter anderem den Smart Contracts, die halt Ethereum ins Leben gerufen hat. Und Ethereum sehe ich halt auch nicht mehr weg aus dieser NFT-Szene. Und wenn wirklich die NFT-Szene in den nächsten Jahren, wovon ich wirklich ausgehe, noch viel größer wird, ist natürlich auch eine logische Folge, dass Ethereum wirklich krass wächst, weil die meisten NFTs kann man mit Ether kaufen. Und dementsprechend ist Ethereum wirklich sehr, sehr fest in der NFT-Szene eingewickelt und ist auf jeden Fall sehr, sehr krass in der Zukunft, genauso wie der Bitcoin, vielleicht sogar Ethereum von der Market Cap, kann Ethereum Bitcoin überholen, man weiß es nicht, aber ich sehe Ethereum wirklich sehr, sehr stark auch für den nächsten Bullrun. Als nächstes haben wir hier einer meiner wirklich Favorites von allen Altcoins, die es auf dem Markt gibt. Ich bin großer Fan von diesem Altcoin, das habe ich ja schon oft auf meinem Kanal gesagt und ich habe auch schon ein paar Videos auf jeden Fall deswegen dazu gemacht und zwar IOTA. IOTA verfolgt quasi das Internet of Things. Wenn ihr das nicht wisst, was das ist oder wie IOTA funktioniert, guckt unbedingt mein IOTA-Video an auf meinem Kanal. Ganz, ganz wichtig. Sehr, sehr spannendes Projekt, kann ich nur immer wieder sagen. Und wirklich, ich stelle hier nur wirklich Top-Projekte vor. Ich stelle nicht irgendein Projekt vor, was keine richtigen Anwendungsfälle hat, was kein richtiges Problem löst und so weiter. Ich stelle hier wirklich nur für euch Top-Projekte vor. Und will wirklich einfach, mein Ziel ist es, mit euch zu helfen quasi, dass ihr Profit daraus nehmen könnt aus den Kryptowährungen, die ich euch vorstelle. IOTA, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und hier ist auch interessant, die maximale Umlaufversorgung ist hier schon draußen, was sehr, sehr gut ist immer. Und IOTA, wirklich auch der CEO, wirklich sehr, sehr kompetent, schätze ich den ein. Und IOTA, wie gesagt, jetzt neulich habe ich ja ein Infovideo rausgehauen, auch jetzt in der Gaming-Szene. Die bringen ja dieses Jahr irgendwann ihr eigenes Game raus, IOTA Heroes. Dem Entwickler von dem habe ich auf jeden Fall auch schon geschrieben. Wirklich ein sehr, sehr netter. Ansonsten IOTA wirklich ein Top-Projekt. Kommen wir jetzt zum nächsten, worauf ich auch wirklich sehr, sehr großer Fan bin. Und zwar Illuvium, der ILV-Token. Ja, Illuvium ist ein Gaming, für mich ein Gaming-Gigant. Wenn man es auch von außen betrachtet, ist Illuvium relativ klein. Illuvium ist wie gesagt ein Game bzw. ein Ökosystem, wollen die jetzt aufbauen. Derzeit gibt es Illuvium Zero und Illuvium Overworld. Illuvium Zero ist denn ein Handyspiel, was man derzeit auf dem PC zocken kann. Später soll es auf dem Handy kommen und auf dem PC kostenlos soll das kommen. Und Illuvium Overworld ist halt eben ein Spiel, wo man sich bewegen kann in einer offenen Welt. Und Illuvium Zero ist halt ein Aufbauspiel, quasi ein City Builder Game. Und das Ganze ist auf jeden Fall schon sehr cool und es kommen noch ganz viele andere Spiele, es kommen noch Merch, sie wollen ein Netflix-Projekt da auf jeden Fall planen, also sie planen sehr, sehr viel. Illuvium Events planen sie auch, also extrem viel, aber guckt euch auf jeden Fall auf meinem Kanal um, da habe ich alles berichtet, was Illuvium macht, was die Zukunft ist und so weiter. Illuvium extrem krass und ich bin euch ehrlich, habe ich auch schon ganz oft gesagt, Illuvium sehe ich wirklich als das größte Projekt in der Gaming-Krypto-Szene. In den nächsten Jahren. Das ist im Moment wirklich das beste Kryptospiel, was es wirklich gibt. Von der Grafik, vom Gameplay, von Mechanics, vom Movement. Wirklich alles top. Passt einfach alles perfekt bei Illuvium. Und deswegen einfach ein Top-Spiel und auch ein Top-Projekt, wo man rein investieren kann. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber Leute, das soll keine Anlageberatung natürlich sein, das Video. Macht euren eigenen Research und entscheidet dann. Das ist nur meine Empfehlung. Alle Coins, die ich hier im Video sage. Als nächstes haben wir Gala Games. Gala Games, ja, dürften auch viele kennen, die in der Krypto-Szene sind. Gala Games ist quasi das Steam von den Krypto-Spielen. Denn dort können, Gala ist sozusagen ein Publisher und dort können quasi Entwickler ihre Spiele
Listen oder so, wie man es nennen will, bei Gala Games. Und Gala hat währenddessen auch noch Gala Film und Gala Music. Bei Gala Film haben sie neulich sehr Interessantes angekündigt, wodurch der Kurs komplett durch die Decke gegangen ist. Von unter 2 Cent auf hier. Rückstand war fast knapp 5 Cent. Das ist extrem krass, wirklich. Und das hat auch folgende Gründe, weil sie jetzt auch wieder aktiver in der Zeit werden, mehr mit der Community schreiben, mehr posten. Aber auch ein Grund, weshalb das gestiegen ist, ist, dass sie angekündigt haben, Gala Film derzeit ein Projekt mit Dwayne Johnson haben und Mark Wahlberg, zwei Top-Schauspieler in der Schauspielerszene. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Gala wirklich auch ein sehr, sehr gutes Projekt. Auch in der Gaming-Szene kann ich wirklich nur empfehlen. Als letztes haben wir noch Engine Coin. Und Engine ist auch sehr cool, weil hier auch die maximale Coin-Umlaufversorgung maximal schon draußen ist. Und ja, Engine ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Weil den letzten Monat hat ziemlich gut Engine vor allem performt, wenn man sich den Chart hier anguckt. Die waren hier bei 22 Cent. Ja, bei sogar unter 22 Cent. Und jetzt das Maximale, was sie letzten Monat hier, oder beziehungsweise diesen Monat erst geschafft haben, war über 40 Cent. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr krass. Also Engine ist wirklich auch krass, hat auch krasse Partner. Vor allem unter anderem Microsoft, Google, glaube ich, war das auch. Also die haben wirklich sehr, sehr krasse, sehr, sehr krasse Partner. Engine Coin, also der Engine Coin, beschäftigt sich auch mit der Gaming-Szene so, mit Metaverse und ja, halt sehr viel mit Digitalisierung und Tokenisierung vor allem. Und deswegen auch sehr, sehr spannend ist auf jeden Fall Engine auch hier. Ich besitze selber fast alle Coins, außer Engine will ich mir vielleicht demnächst mal rein investieren. Sonst aber wirklich besitze ich selber alle diese Tokens, diese Altcoins, weil ich wirklich von diesen sehr überzeugt bin. Schreibt aber gerne mal, das würde ich gerne von euch wissen, was denn eure Top-Altcoins sind für den nächsten Bullrun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.